Es liegt allein an Ihnen, die Firma zu retten. Indem ich auf Sie verzichte. Die Erbschaftssteuer wäre so hoch, dass ein Großteil des Konzerns verkauft und aufgegeben werden müsste. Aber mein Vater hat sie auch geerbt. Sie wissen, dass Hitler persönlich verfügt hat, dass man auf die Erbschaftssteuer im Grunde verzichtet. Und dasselbe hat der Kaiser getan, als ihre Großmutter geerbt hat. Heute gibt es niemanden, der das entscheiden kann und will. Ein Privatunternehmen in der Größe ist heute unerwünscht. Unerwünscht? Jemand, der Verantwortung übernimmt? Zu seinen Leuten steht? Natürlich weiß jeder der Beteiligten, vor allem ihr Vater, ihren selbstlosen Verzicht zu schätzen. Sie bekommen eine großzügige Abfindung. 2 Millionen D-Mark Leibrente im Jahr. Außerdem wünscht ihr Vater, dass sie die Villa Bled Targuy in Marrakesch erhalten. Und Schloss Blühenbach. Jedes Jahr. Wie viel ist Krupp wert? Etwa 2,3 Milliarden. Ich verzichte auf 2 Milliarden, um 2 Millionen zu bekommen? Millionen, Milliarden. Was macht das schon für einen Unterschied? Mein Vater hat mir einmal gesagt, ich soll mir meine eigene Welt schaffen. Eine Welt, in der ich stark bin. Er hat es am Ende geschafft, nicht wahr?